Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute erinnern wir uns an die Vergangenheit und schauen zurück, wie sich die Schauspieler des Films Roadhouse 1989 im Laufe der Jahre verändert haben. Lass uns gehen. Nummer 1. Patrick Swayze, Jahrgang 1952, spielt James Dalton. Dalton ist ein talentierter und furchtloser Türsteher in der Bar, der mit seiner Gelassenheit und seinen Kampfkunstfähigkeiten immer der Gefahr begegnet. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Patrick Swayze 37 Jahre alt. Er verstarb 2009 im Alter von 57 Jahren an Krebs. Nummer 2. Kelly Lynch wurde 1959 geboren und spielt Elizabeth Clay. Elizabeth ist eine engagierte und intelligente Ärztin, die nach und nach Gefühle für Dalton entwickelt. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Kelly Lynch 30 Jahre alt. Derzeit ist sie 65 Jahre alt. Nummer 3. Sam Elliott, Jahrgang 1944, spielt Wade Garrett. Wade Garrett ist ein enger Freund von Dalton und außerdem ein erfahrener Sicherheitsbeamter, der seinem Freund in schwierigen Situationen immer zur Seite steht. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Sam Elliott 45 Jahre alt. Derzeit ist er 80 Jahre alt. Nummer 4. Ben Gazzara wurde 1930 geboren und starb 2012 als Brad Wesley. Wesley ist ein mächtiger und rücksichtsloser Verbrecherboss, der die Stadt kontrolliert, in der Dalton arbeitet. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Ben Gazzara 59 Jahre alt. Er verstarb im Alter von 81 Jahren. Nummer 5. Kevin Teague, geboren 1944, spielt Frank Tilghman. Frank ist der Besitzer der Double Deuce Bar, der Dalton damit beauftragt, seine Bar zu reinigen und zu schützen. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Kevin Teague 45 Jahre alt. Derzeit ist er 80 Jahre alt. Nummer 6. Red West wurde 1936 geboren und starb 2017 in der Rolle des Red Webster. Red ist Besitzer eines Autoteileladens und Freund von Dalton, der oft von Brad Wesley belästigt wird. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Red West 53 Jahre alt. Er verstarb im Alter von 81 Jahren. Nummer 7. Jeff Healey, geboren 1966 und gestorben 2008, spielt Cody. Cody ist ein talentierter blinder Musiker und Freund von Dalton, der in der Double Deuce Bar Musik macht. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Jeff Healey 23 Jahre alt. Er starb im Alter von 41 Jahren. Nummer 8. Sunshine Parker wurde 1927 geboren und starb 1999 als Emmett. Emmett ist Daltons Vermieter, ein sanfter und gutherziger Ältester. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Sunshine Parker 62 Jahre alt. Er verstarb im Alter von 71 Jahren. Nummer 9. Marshall Teague, geboren 1953, spielt Jimmy Reno. Jimmy ist Brad Wesleys treuer und erbitterter Handlanger, der Dalton immer zur Rede stellt. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Marshall Teague 36 Jahre alt. Derzeit ist er 71 Jahre alt. Nummer 10, John Doe, geboren 1953, spielt Pat McGurn. Pat ist ein Typ, der in der Bar Double Deuce arbeitet und der Neffe von Brad Wesley ist, der viel Ärger macht. Als die Serie 1989 begann, war John Doe 36 Jahre alt. Derzeit ist er 71 Jahre alt. Nummer 11. Kathleen Wilhoite wurde 1964 geboren und spielt Carrie Ann. Carrie Ann ist eine Kellnerin in der Double Deuce Bar, die Dalton immer unterstützt. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Kathleen Wilhoite 25 Jahre alt. Derzeit ist sie 60 Jahre alt.
Nummer 12. Terry Funk wurde 1947 geboren und starb 2023 als Morgan. Morgan ist einer der Türsteher in der Double Deuce Bar, der sich zunächst gegen Dalton stellt, aber später gefeuert wird. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Terry Funk 45 Jahre alt. Er verstarb im Alter von 79 Jahren. Und da haben Sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderungen von The Neverending Story. Welche Entwicklung hat Sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.